Willkommen zur Online-Führung rund um die Geschichte des Ortes, an dem sich das Cassi-Museum heute befindet. Mein Name ist Sebastian Lange und wir werden uns heute die lange Geschichte des Johannesplatzes anschauen. Das Cassi-Museum befindet sich seit 1929 am Johannesplatz und wir wollen heute einmal das Gebäude umrunden. Unsere erste Station führt uns zum Sitznischenportal. Vor dem Tor des Cassi-Museums sehen wir hier das Sitznischenportal, das einzige Überbleibsel des alten Johannes-Hospitals. Das Johannes-Hospital, die Johanneskirche und der Leipziger Friedhof sind eng miteinander verknüpft. 1278 wurde hier eine Leprastation für Kranke außerhalb der Stadtmauern errichtet. Außerdem befand sich hier eine Kapelle, die Johannes dem Täufer, dem Schutzpatron der Aussätzigen, gewidmet war. Aus der Kapelle wurde später die Johanneskirche und aus der Leprastation entwickelte sich das Johanneshospital. Im Laufe der Zeit wurden neben Leprakranke auch andere Menschen behandelt, darunter viele Alte und Waisen. 1872 wurde das Johanneshospital am heutigen Ostplatz errichtet und das alte Gebäude wurde für die Sammlung des Geschichtlichen Museums benutzt. 1928 wurde das alte Johanneshospital abgerissen und an seiner Stelle kam das Cassi-Museum. Unsere nächste Station führt uns zu einem etwas düsteren Kapitel der Leipziger Stadtgeschichte, dem Rabensteinplatz. Wir befinden uns hier am Leipziger Rabensteinplatz. Er diente bis ins 19. Jahrhundert als einer von drei Richtstätten in Leipzig. Wie Sie auf der Stadtansicht aus dem 17. Jahrhundert sehen können, befand sich der Rabensteinplatz außerhalb der Stadtmauern. Auch der Johannesplatz befand sich außerhalb der Stadt. Der Platz hier war das sogenannte Obergericht, auf dem Enthauptungen durchgeführt worden sind. Weiter stadtauswärts auf dem Gerichtsweg befand sich der Galgene. Der Name Rabenstein kommt vermutlich daher, dass die Enthauptungen auf einem höher gelegten Stein stattgefunden haben, auf dem sich später die Raben tummelten. Wann die letzte Enthauptung stattgefunden hat, ist nicht bekannt. 1822 wurde der Rabenstein abgebrochen und der Platz als Lager der Stadt genutzt. Wegen der dunklen Vergangenheit hatte niemand Interesse daran, den Platz andersweitig zu nutzen. 1866 wurde dieser jedoch als Stadtplatz mit Bänken, Brunnen und Spielplatz umgebaut. Nach langem Verfall und der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde der Rabensteinplatz erst 2017 saniert und ist seitdem wieder benutzbar. Gegenüber des Rabensteinplatzes befindet sich der Eingang zum alten Johannesfriedhof. Das wird unsere nächste Station sein. Von hier aus gelangen wir auf den ältesten Friedhof Leipzigs, auf dem heute jedoch keine Begräbnisse mehr stattfinden. Auf dieser Karte können Sie sehen, wie groß der ursprüngliche Friedhof damals war. Alles, was heute als Johannesplatz bekannt ist, war damals ein Friedhof. Bis zu seiner Schließung 1883 wurden hier 250.000 Menschen beerdigt, darunter viele berühmte Leipziger Bürgerinnen und Bürger. Allerdings ist oftmals unklar, wo die Gräber genau liegen, da durch Vandalismus, Verfall und Kriege die Grabsteine versetzt oder zerstört worden sind. Auf der Karte kann man jedoch noch einige der erhaltenen Gräber finden. Auf der ersten und zweiten Friedhofsabteilung wurde 1929 das Cassi-Museum anstelle des Johannes-Hospitals erbaut. Der Stifter des Gebäudes und Namensgeber, der Leipziger Kaufmann Franz Dominik Cassi, liegt auch hier begraben. Er hinterließ der Stadt Leipzig umgerechnet 20 Millionen Euro, mit dem das Cassi-Museum, aber auch der Mendelbrunn am Augustusplatz finanziert worden sind. Ein weiterer berühmter Leipziger, der hier begraben wurde, ist Johann Sebastian Bach. Seine ursprüngliche Grabstätte werden wir auch noch besuchen. Für unseren weiteren Rundgang verlassen wir den Friedhof Richtung Prager Straße. Vom Weiten sehen wir das Buchmännchen, eine historische Leuchtreklame aus dem Jahr 1964 am Gebäude der Leipziger Kommissions-
und Großbuchhandelsgesellschaft. Die Ostvorstadt ist auch als grafisches Viertel bekannt. Ab dem 18. Jahrhundert haben sich hier viele Verlage und Druckereien angesiedelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war das grafische Viertel zerstört. Viele Firmen wanderten nach Westdeutschland aus oder wurden in der DDR verstaatlicht. Nach der Wende wurden wieder einige Gebäude zurückgegeben und es findet eine vermehrte Ansiedlung von Verlagen in dem grafischen Viertel statt. Wir laufen die Prager Straße entlang vor die Fläche des Grassi-Museums. Die Kirschbäume sind gerade in ihrer Blütezeit ein beliebtes Fotomotiv, jedoch befinden wir uns auch nicht unweit von der ehemaligen Grabstätte von Johann Sebastian Bach. Wenn Sie genau hinschauen, können Sie die Markierungen im Gras sehen. Der Kreis zeigt die erste Grabstätte von Johann Sebastian Bach. Das Rechteck die zweite, die sogenannte Johann-Gellert-Gruft. Johann Sebastian Bach wurde 1750 auf dem Johannesfriedhof nahe des Johanneshospitals begraben. Sein Grab wurde jedoch nicht markiert. Nur durch mündliche Überlieferungen des Thomaschores wurde der Ort des Grabes weitergegeben. Fast 150 Jahre nach Neubau der Johanneskirche wurde ein Grab gefunden, in dem Johann Sebastian Bach vermutet worden ist. Dies konnte nach einer Obduktion auch bestätigt werden. Im Jahr 1900 wurde Bach und Christian Fürchtegott Gellert zusammen in einer Gruft in der Johanneskirche beigesetzt. Die Kirche wurde im Zweiten Weltkrieg bis auf einen Turm komplett zerstört, was zu der Umsetzung Bachs Grabes in die Thomaskirche führte, wo er heute auch noch liegt. Die Gruft ist übrigens noch vorhanden und gut erhalten. 2014 wurde sie ausgegraben, dokumentiert und dann aus Schutzgründen wieder zugeschüttet. Was damit in Zukunft passieren soll, ist noch unklar. Von der Johanneskirche haben Sie schon einiges gehört. Sie wurde im 14. Jahrhundert gebaut. An der Stelle stand davor eine Kapelle, die zum Johanneshospital gehörte. Die Kirche wurde 1894 abgetragen und im Stil des Barocks neu erbaut. 1943 wurde das Hauptschiff komplett zerstört, woran das Kreuz im Hintergrund erinnern soll. Der Turm konnte zunächst gerettet werden und es gab Überlegungen, die Kirche wieder neu aufzubauen. 1963 wurde die Kirche jedoch gesprengt, wahrscheinlich aus politischen Gründen. Der Verein Johanneskirchen e.V. setzt sich seit dem Jahr 2003 für den Wiederaufbau des Turmes ein. Es gibt viele Ideen, wie der Platz wieder genutzt werden kann. Außerdem gibt es Ideen für einen Erweiterungsbau des Grassi-Museums auf dem Johannesplatz. Dazu gab es eine eigene Ausstellung, Grassi Future, in der Architekten, Studierende und Bürgerinnen der Stadt Leipzig die Möglichkeit hatten, ihre Wünsche und Ideen einzubringen. Viele wünschen sich ein offenes, einladendes Gebäude, das die Besucherinnen im Grassi-Museum willkommen heißen soll. Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Wenn sich Ihnen die Möglichkeit eröffnet, lohnt sich ebenso ein Blick in die Innenhöfe des Grassi-Museums. Als nächste Station möchte ich Ihnen ein wenig Zukunft und Vergangenheit zugleich zeigen. Denn im zweiten Innenhof wurde Anfang 2019 eine Zeitkapsel vergraben. Diese soll in 100 Jahren wieder ausgebuddelt werden. Sie wurde Anfang 2019 zur Sonderausstellung The German Dream mit Wünschen, Beobachtungen und Grüßen von Besucherinnen gefüllt und dann vergraben. In 100 Jahren, zum 250-jährigen Jubiläum des Grassi-Museums für Völkerkunde, soll die Zeitkapsel dann wieder ausgegraben werden. Wir sind hier am Ende des Rundgangs angekommen. Ich hoffe, Sie haben etwas über die Geschichte des Ortes gelernt und dass Sie selbst bald vorbeikommen können, um die Tour in Eigenregie zu erleben.